Ja, hat dir die Massage gefallen? Ja, schön, bleib stehen, ist okay. Ich komme wieder. Gleich. Könntest du aufhören, mich zu verfolgen? Geh mal in den Stein der Sicherheit. Das Spiel hatte, glaube ich, ein Kollisionssystem, von daher. Ach, ich habe gerade festgestellt, Pfeile machen Schaden ohne Ende. Ich will mich heilen, bitte. Au! Du Arsch! Pfeile sind übel. Pfeile tun richtig weh. Ich heile mich zwar auch, aber das dauert ein bisschen. Ich könnte kurzzeitig nochmal abhauen, weil ich bin eh voll. Und mich so heilen hat sich bewährt. Abhauen, heilen, Geld machen und ausgerüstet wiederkommen. Ich könnte mir nämlich dann gleich die nächsten Sachen holen. Ich habe fast das Gefühl, ich nehme mehr Schaden durch die Stiefel. Naja, vielleicht soll ich sie doch loswerden. Sie sind halt verfluchte Stiefel. Vielleicht machen die aber auch einfach so viel Schaden. Du schon teurer geworden? Noch nicht. Kampfschild. So, der war aber schlechter als meins, glaube ich. Das ist auch ein Kampfschild. 6774, ja, das ist genauso. Ist auch mehr wert. Okay, was brauchen wir denn? Ah, die sind genauso gleich. Okay. 5674. Ein Helm wäre vielleicht nicht schlecht dann. Ich habe einen Vollhelm. 5885. 4322. Der ist tatsächlich besser. Ich habe eigentlich jetzt soweit alles, was ich brauche, wie es scheint. Den hätte ich nicht verkaufen dürfen, glaube ich. Der hat halt Lähmungsschutz. Ach, egal. Ey, der Heilungsspruch braucht so viel Mana. Ich brauche viel mehr Mana. Aber im Grunde bin ich tatsächlich so ausgerüstet, wie ich brauche. Also besser geht gerade nicht. Und mit Geld kann man nicht viel mehr anfangen, soweit. Also ich wüsste es zumindest nicht. Ich glaube wirklich, Geld ist wirklich nur zum Kaufen da und ich habe gerade nichts, was ich brauche. Ich wollte immer den goldenen Kürass, aber den konnte ich mir nie leisten früher. Keine Ahnung, irgendwie ich hatte dann tatsächlich richtig viel Geld, aber der wollte immer mehr, bis er dann über 1000 Münzen dafür wollte. Das haben sie anscheinend nur in der Demo so eingebaut. Das fand ich echt zum Kotzen. Genau, hier war ich ja auch schon.
Okay. Ich dachte, ich bin schon durch hier, aber dann soll ich mich mit dem wohl anlegen? Dekorativer Goldring. Aber hier. Kann ich nicht lesen aktuell. Das Ding war wertvoll, glaube ich. So, wert ist so ziemlich alles irgendwas. Und wenn es null wert ist. Wow. Oh, so ein Scheiß, das ist. Ja, gerade das will ich nicht haben. Ja, das ist ganz wichtig. Mach die Tür zu, es wird kalt. Oh, okay, jetzt bin ich hier. Wollte ich zwar nicht, aber okay. Kann ich ja den Bogenschützen auch killen? Alter, was ist, ist das Kämpfer? Ach, ich schlage mit der Faust zu, okay. Ich dachte gerade, oh mein Gott, was, worauf habe ich mich hier eingelassen, aber. Ihr seid solche Luschen. Warum zur Hölle traut sich hier keiner raus? Ich meine, ich mache das jetzt eigentlich mal eine Stunde und ich schlachte ja alles und jeden ab. Glühender Ring. Ein Ring mit Rubin besetzt. Mit Rubin erfüllt sich leicht warm ein und es scheint im Inneren beinahe zu glühen. Was habe ich da noch mitgenommen? Ach, die Schuhe. Aber Ringe sind tatsächlich gut. Irgendwas davon wird ja schon gefallen. Hat sogar noch reingepasst. Willst du denn dahin? Und zur Hölle bin ich hier. Aber nur im Keller. Die Musik klingt ein bisschen nach Legacy of Kain, der erste Teil. Hey du. Ha. Ich kann dich nicht lo ich will dich looten. Wo habe ich dich umgelegt? Was ist das denn? Die Lederkapuze. Die passt sogar noch was rein. W. Victus. Ah, der hat ein Turmschild. 7885. Der könnte tatsächlich besser sein als das, was ich habe. Ich lege mal auf den Boden. Was ist das? Plattenhemd. 4681. Glaube ich auch nicht so gut. Nö, ich habe das Bessere. So, das war 7885. Echt besser als meiner.
Verschuldet, Erholung, Treffer, Verteidigung plus 10. Aber auch wenn, natürlich Beschränkung ist höher, klar. Ja, die meisten hier sind Luschen. Die hauen wir einfach so um. Das? Ein Stahlkilt. Was es hier alles gibt. Ich bräuchte ein dreimal so großes Inventar. Ja, ist ja gut. Kleines Hündchen. So, hier ist irgendwo noch ein Bogenschütze. Sieht aus wie ein Gnom. Ein toter Gnom. Ah, ja, der ist schon tot. Toter geht's nicht. Hey, du könntest der Bogenschütze sein, der mir auf den Sack gegangen ist. Vielleicht aber auch nicht, ich weiß es nicht. Ist mir egal, ich will nur Leute töten. Und dann stellt sich raus, das waren gar nicht unsere Feinde, sondern einfach nur Leute, die rumgelaufen sind und ich hab eine Psychose und bringe einfach alle Leute um. Das wäre doch mal cool. Ja, da kann ich irgendwie nichts mitmachen hier bei diesem Gebäude, oder? Aber hier war doch irgendwann noch ein Bogenschütze. Du. Hast du mich vergessen? Ah, der hat sogar einen gefährlichen Dolch. 28 Trainingspunkte. Ich glaube, ich habe ja alle umgebracht. Da können wir jetzt auch in die Kirche gehen. Geht's ja. Okay. Keine Ahnung. Aber ich weiß, dass ich das Spiel tatsächlich schon mal. Den ersten Tag hatte ich irgendwann tatsächlich geschafft, das weiß ich. Na, ich geht's. Noch einmal mich nach Hause und dann würde ich sagen, gehen wir Richtung Kirche nach oben. Boah, hier haben wir echt alles umgelegt. So. Auf nach Avalon. So. Na, was soll's, ich verkaufe das alles hier oben. Ich habe ja wirklich kaum noch was zu machen, ey. Ich habe auch so ein Schild, was ich habe ein schöneres Logo. Ich weiß noch den Spieler, den ich mir damals angeschaut habe, der hat seinen Charakter Emmet genannt. Nicht mal die. Okay, die Ringe sind anscheinend nicht so schön. Wahrscheinlich ist der Goldring auch einfach zu plump. Weil klar, in der Belagerung kriegst du ganz schnell Goldringe, das ist gar kein Problem. Da braucht man gar nicht drüber nachdenken, also. Perl mitgebracht, vielleicht wird Goldring gefallen.
Ja, es wird vielleicht genügen. Meinte wirklich, er würde gefallen. Ja, davon bin ich überzeugt. Danke, dann will ich meinen ganzen Mut zusammennehmen und zu ihr gehen. Ihr habt den Ring. Ihr wart bisher sehr gut zu mir. Vielleicht habt ihr diesmal auch recht. Ich kann es nur versuchen. Nur Mut, mein Freund. Wenn ihr ihn mit Liebe schenkt, wird sie ihn sicher annehmen. Ich werde zu ihr gehen und ihr sagen, dass ihr kommt. Viel Glück. Lehrerin hat sich endlich bereit erklärt, mit Pell persönlich zu sprechen. Ich muss Pell diese gute Nachricht überbringen und mit Olan über die Erfüllung seines Wunsches sprechen. Okay, Pell. Du hast kein Geschenk gefunden, das kann uns aber scheißegal sein, weil er redet jetzt endlich mit dir und das ist alles, was du willst. Und wenn es ein scheiß T-Shirt gewesen wäre. Und, kommt er? Ja, Milady, er müsste bald hier eintreffen und der Rest Milady liegt bei euch. Pell Sorrow. Ich wünschte nur, ich hätte das alles aus eigener Kraft erreichen können. So nahe mir diese ganze Situation geht. Euch muss sie doch recht albern erschienen sein. Ich hoffe, dass ihr eines Tages besser versteht, wie es ist, in einer solchen Lage zu sein. Es gibt kein schlimmeres Schicksal, als verliebt zu sein. Und auch kein schöneres. Unterdessen stehe ich in eure Schuld. Eine Schuld, die ich nie voll begleichen kann. Aber solltet ihr jemals etwas brauchen, stehe ich mit meiner Hilfe zu euren Diensten, mein Freund. Es war mein Vergnügen und eines Tages hoffe ich, dass ich mich verlieben werde und somit eure Freude teilen kann und eure Trauer nachempfinden. Bis bald, dann gehabt euch wohl. Ich habe Pell gesagt, dass ich hoffe, eines Tages so verliebt zu sein wie sie in Laren. Wenn ich ihr trauriges Gesicht sehe, frage ich mich, ob ich die Wahrheit gesprochen habe. Wenn ich aber an ihr Glück denke, dann weiß ich es bestimmt. Naja, Laren, macht er sich jetzt dran? Ah, ihr seid zurückgekehrt. Ich danke euch noch einmal für eure Taten. Dazu besteht kein Anlass mehr. Ich bin bestens ausgestattet. Ja, das bin ich. Um die verwilligenden Aufgaben zu bewältigen. Ich bin nur gekommen, um zu sehen, ob er Wiedersehen genießt. Das tut ihr, wie ich sehe. Mit einem neuen. Also werde ich mich wieder auf den Weg machen. Lebt wohl, my lady. Das ist wahrscheinlich so geplant, dass der. Wahrscheinlich, wenn er wiederkommt. Wenn wir wieder herkommen, steht er bestimmt bei ihr. Könnte ich wetten. Oh, hier habt ihr es geschafft, dass Laren und Pell wieder miteinander reden. Bravo. Danke, es war eine Herausforderung, aber die Sache wert. Dann wünsche ich euch noch viel Glück. Euch auch. Hast du noch was zu sagen? So, ihr seid nicht im Dorf gestorben. Meine Wette steht dann wohl noch. Steht dann wohl noch. Habt ihr inzwischen mehr über den Tunnel erfahren? Nein, noch nicht, aber. Ich habe nichts für euch, was ich. Okay. Hier, dann kann ich den ganzen Schrott hier verkaufen. Was die gleichen Kackpreise wie draußen. Aha, die Axt des Selbstvertrauens. Aber. Ich bin der Krieger primär, also eine magische Waffe. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. So. Jetzt sind wir auch wieder unterwegs. Auf zur Kirche. Habe ich noch viel zu tun? Ah ja, in der Kirche kann ich ja wieder was machen. Und das Amulett, keine Ahnung, wo ich das finde. Irgendwo wird es schon sein. Vielleicht finde ich. Ach, ich glaube, ich weiß, wo das Amulett ist. Ich glaube, das ist auch in der Kirche. Da gibt es nämlich einen Zauberer drin. Es könnte sein, dass der das hat. Und die Sachen werden wir dann später mal gucken. Wir haben ja jetzt einen Linguisten auf unserer Seite, der kann uns vielleicht diese Sachen auch übersetzen. So, ich muss mal ein bisschen leveln. So auf. Das noch brauche ich nicht. Das scheiße war. Heilgeschwindigkeit und Resistenz.
Okay, bin ich jetzt besser geworden? Nö. Aber der Lähmungszauber ist halt ein wichtiger Zauber. Der Heilungszauber ist halt eh ein wichtiger Zauber und wenn wir den verbessern, dann ist auch gut. Kann ich da wirklich nicht hoch? Nee, da ist Schutt davor. Ich meine, wohin will ich da auch? Das ganze Gedinge da oben ist weg. Oh. Hallo, Werwürmer. Wollen mich noch ein paar töten? Weil ihr könnt gerne wiederkommen. Ich schlachte euch gerne alle ab. Gab's denn nicht irgendwo einen Eingang? Okay, hier speichere ich mal. Okay, die rechte Tür kann man nicht öffnen, aber die linke, da gehen auch beide auf. Macht ganz viel Sinn. Einfach noch ein Rubinring? Ja, einfach nur ein Rubinring. Ah, ich glaube, ich lass mal, weil die haben da unten bestimmt noch bessere Sachen. Ui, der hat mich getroffen. Schulterschutz. Da habe ich, glaube ich, noch keinen. Eins, zwei, drei. Macht. Oh, und Lebens. Ja, wir werden jetzt langsam zu einem richtigen Ritter. Okay, der hat nur Müll dabei. Geht's noch ziemlich gut. Wir sind super, wir sind echt ein guter Krieger. Ein augmentiertes Amulett, oft mit einem eingravierten Symbol, das den Träger beschützen oder ihm helfen soll. Könnte das das sein, was wir brauchen? Weiß es nicht. Wir werden es rausfinden. Konnte man hier unten auch noch woanders hin? Aha. Im Hof sind ein paar Gegner. Ja, genau, komm zu mir, Schätzchen. Ein Morgenstern. Quetschen. Oh, der hat Lehmen. Vielleicht ist ja was wert. Und eine Art Gabel. Was ist das denn? Das ist ein Stahl. Ach, eine Stahlkeule, okay. Also kann man mit Nahkampfangriffen auch die Gegner lähmen. Das ist interessant. Nicht nur mit Magie. Hi! Oh, das. So bitte. Ah ja. Der hätte wahrscheinlich auch vorhin gereicht. So, mal sehen, was wir jetzt hier haben. Sowas meine ich. 444. Die Dinger könnte ich doch eher gebrauchen, wahrscheinlich. Naja, obwohl, die sind immer noch viel besser. Wie kann man runter? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ja, auch ein Turmschild dabei. Warte mal, gab es nicht irgendwie einen Geheimgang? Ich glaube, hier vorne war das. Ah, ja! Die guten Erinnerungen! Drei, sechs, sieben. Verteidigung ist weniger, aber Beschränkung erhöht. Ja, so nach und nach. Werden wir ein Ritter. Okay, hier wird's hässlich. Wir finden hier was Interessantes. Der Typ kann lähmen. Leutnant. Ja? Lauf! Oh, was für ein Arsch! Boah, der hat mich mit einem Angriff weiter umgelegt. Das ist schon ein Problem. Den kriege ich kaum. Okay. Wo ist mein Mana? Ach, da unten. Kannst du jetzt einfach leben, oder? So, dann kann ich wenigstens ein bisschen besser mit Magie umgehen erstmal. Ich habe Glück gehabt, dass er mich nicht blockiert hat, weil das... Also er kann einen lähmen, das weiß ich noch. Außer wirft er mit ekligen Sachen, wie es aussieht. Das ist Blitz. Das kannst du noch alles. Willst du mich wegschubsen? Oh! Und mich schocken. Oh. Der hat den Kelch. Siegelring aus Latriat. Dieser reich verzierte Goldring ist ein Siegel. Okay. Ich dachte, hier gab es noch ein paar Krieger. Heute habe ich eine wichtige Mission erfüllt. Der vielgerühmte Kelch des Lebens war schon einige Monate verschwunden, bevor jemand auf die Idee kam, dass sein Verschwinden vielleicht mit den Verlusten zusammenhängen könnte oder Sieger hätte vorhersagen können, die Avalon beim letzten Angriff der Shao'ul erlitten hatte. Die Art, wie jetzt alle über ihn reden, lässt mich glauben, dass er magische Kräfte besitzt. Tatsächlich geht er mir von Minute zu Minute besser, wenn ich ihn halte. Aber das liegt sicherlich an der Erkenntnis, dass er einen magischen erhebenden Einfluss auf die Verteidiger von Avalon haben wird. Davon bin ich überzeugt. Oder nicht? Der Kelch ist mir ein Rätsel, sogar jetzt, wo ich ihn in meinen Händen halte. Noch rätselhafter ist mir allerdings, wie ein Schaman in seinen Besitz gelangen konnte. Was daraus folgt, ist, gelinde gesagt, beunruhigend.
Dass sie ihn geklaut hat zum Beispiel. Ah ja, hier. Die Rose brauche ich gerade nicht. Aber solange ich ihn habe, kann ich ja benutzen. Ich werde ihn auf jeden Fall noch einsetzen. Der war doch nicht alleine hier. Genau, das ist eine wichtige Stelle. Wir haben auch gerade was entdeckt. Untersuchen Sie das Ziel des Tunnels in die Schaule nach Avalon-Gruben. Wahrscheinlich irgendwo. Ah ja, schön, dass wir das schon wissen. Ich habe eine sehr wichtige Nachricht von Mudan. Ich habe teilweise herausgefunden, was die Shaol in der alten Kirche vorhaben. Sie haben ein bizarres Unternehmen verschrieben. Nach allem, was ich über die Shaol, nach allem, was ich über dieses Volk erfahren habe, scheint es ein Vorstoß gegen ihren Glauben zu sein. Verstoß gegen ihren Glauben zu sein. Ich habe aber gesehen, wie ein Shaol gräbt. Er und seine Kameraden haben Erde systematisch weggetragen und ihre Arbeit konzentriert sich in erster Linie auf eine Stelle in der Mauer. Es ist ganz offensichtlich, dass sie keinen Bergbau betreiben. Sie graben einen Tunnel. Ein Tunnel, der, wenn mich mein Orientierungssinn nicht täuscht, ungefähr in die Richtung der Zitadelle führt. Was hoffen sie damit zu erreichen? Sie können doch keinen Gang durch die Mauer graben. Einen solchen Lärm würde man hören. Und der Verteidiger könnte tausende Uhr zurückschlagen bei einem Tunnel von der Größe, die sie gegraben haben. Mutan und Rott müssen sofort von dieser neuen ominösen Entwicklung erfahren. Ah, das sind diese Spitzhacken hier, die sind nicht wirklich gut. Es hat sich ausgegraben, ich bringe euch alle um. Wie süß. Lederstiefelchen. Ja, wo könnte das... Oh, guckt mal. Das merken wir uns. Und dann schauen wir mal, wo das nur hinführen könnte. Oh, sehr wertvoll ist das Zeug jetzt nicht. Da haben wir wieder neue wertvolle Erkenntnisse gesammelt. Ah, okay.